So Leute, da sind wir wieder im 241. Part von Let's Play World of Warcraft. Spricht. Mama Dornstab hat immer gesagt, ekliger Gaumenschmaus halt jeden Hunger auf die eine oder die andere Weise. Ha, damit kann ich einen Topf machen, der so stark ist, dass er diese Spindeldürrenelfen ruckzuck auf die Beine bringt. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Ich muss ein bisschen leiser machen. Dann darf der weiße Tiger über uns wachen. Was führt euch hierher? Es ist eine Sache, die verlorene Dynastie zu erforschen. Es ist zweifellos etwas anderes, deren alten Ruinen zu besuchen. Mir wird dabei schwindelig, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Oh, fabelhaft, fabelhaft. Der eine Ausflug von euch hat meine Forschungen weiter vorangetrieben als 10 Jahre des Lesens in staubigen Folianten und zerfallenen Schriftrollen. Und diese Mogo, die ihr gesehen habt, ich habe auch in dieser Richtung geforscht und mit Kang darüber geredet. Ich vermute jetzt, dass es sich dabei, dass sich bei ihnen um das Volk der verlorenen Dynastie handelt, die meine Forschungsgebiet sind. Natürlich bedeutet das gleichzeitig, dass sie diejenigen sind, die einst die Teiche der Jugend kontrolliert haben müssten. Wunderbar. Auge des Sterne oder Band des erschrockenen Kürbis, glaube ich, ist besser. Ja, machen wir es so. Ich bin geehrt. Blendet sie. Sonnenläufern kann man nicht trauen. Es handelt sich bei ihnen um einen kriegerischen Zweig der taurischen Anbieterhorde. Danke für eure Hilfe, Mariko. Bitte nehmt dies als Belohnung. Während ihr bei den Ruinen wart und für meinen Vater Tafel abgestaubt habt, habe ich 5 Speer an der umherziehenden Mogo-Patrouille verloren. Diese Kreaturen haben offensichtlich nur geringes Interesse an Frieden und sind ungefähr ebenso vertrauenswürdig wie die Horde. Sie sind jedoch zu zahlreich und wir zu schwach. Geht zu den Ruinen westlich von hier und dünnt die Reihen der Mogo aus. Jemanden wie wir euch werden sie nicht erwarten, Hexenmeisterin. Mit meiner Seelenmagie. Hallo. Ich bin geehrt. Wo sind die Teiche? Vielleicht wissen diese Mogu, wo die Teiche sich befinden. Unsere Speer haben berichtet, einen Kommandanten an der Südseite der Ruinen von Dorian gefunden zu haben. Tötet ihn und bringt jegliche Informationen mit, die er bei sich trägt. Sie sollten euch zum Teich führen. Sagst du. What the fuck, einfach cooles Mount. Menschenmönch. Was braucht ihr? Die Mogu lieben ihre Gifte und Flüche. Mama Dornstadt hat immer gesagt, dass Lotus Tee sämtliche Mogu-Flüche heilen würden. Ich habe ein paar kaiserliche Lotuspflanzen in der Nähe der Ruinen von Dorian gesehen. Wir sollten hingehen und dir ein paar der Blätter pflücken und griffbereit halten, für den Fall, dass die Mogu unruhig werden. Ich bekomme dann zudem die Chance, meine Fäuste ein paar Mogu-Fratzen vorzustellen. Bis zum nächsten Mal. Wunderbar. Ja, ich würde mir mit eigenen Augen ein Bild von diesem Land machen. Wunderbar. Dann müssen wir jetzt durch das ist den See der Glühwürmchen. Wie heißt der Film? Dieser total furchtbare, der nach Nagasaki spielt? Der war furchtbar, ich hätte fast geheult. Hab's mit meiner besten Freundin geguckt. Und nur weil ich fucking männlich bin, habe ich nicht geweint. So sieht's nämlich aus. Das war so schlimm. Das Grab der Glühwürmchen? Heißt das so? Tage der Glühwürmchen? Wo ist mein Handy? Uah. Ich habe eine E-Mail bekommen von Final Fantasy 11. Nee. 16. Was? So. Glühweh mache ich und dann steht auf einmal Glühwein selber machen. Ha, Google weiß, dass ich ein Alkoholiker bin, was? Die letzten Glühwürmchen, genau. Alter, ist das schlimm gewesen. Ein schlimmer Film. Total furchtbar. Ich glaube, wir gehen hier hoch, wa? Eine uralte Rasse, die Mogu. Hier war einst ihr Palast.
von Dujan der Eroberer, der Karasarang geeint haben soll. Warum hilft er mir jetzt nicht? Da steht einfach nur doof rum. Ich dachte, er wollte mir helfen. Greift gerade mein Wildwichtel an? Ich dachte, er wollte gerade mein Wildwichtel angreifen. Der wohl noch niemandem was getan hat. Und gut, dass man, wenn man WoW gut kennt, dass man ohne irgendein Interface spielen kann. Der Sieg ist mein, Digga, du stehst da nur rum, Diggerchen. Nice. Dann gucken wir mal, was sich in diesen Ruinen verbirgt. Eine Statue von einem Löwenwesen. Seine Augen sehen fast lebendig aus. Der Boden unter seinen Füßen leuchtet. Stinkt nach Magie. Seelenmagie. Diese Mugu arbeiten mit Runen. Und mit Seelen. Meiner Meinung nach sind sie titanischen Ursprungs. So wie ihre Haut schimmert. So wie ihre Haut schimmert. Und vor allen Dingen wie auch ihre Bewegungen einfach sind. Wie ihr metallener Körper ist. Sie erinnern mich stark an die Eisenbreikugel. Die ja wohl, wie schon gesagt, von den Titanen stammten. Die wir in Nordend gesehen haben. Aus diesen entsprangen ja auch die normalen Vraikul. Hat der Fluch des Fleisches die Mogu ebenfalls erwischt? Waren sie Titanenwächter? Hier hilft uns irgendjemand. Ein Gnome. Was graben Sie da aus? Ich habe noch nie gesehen, wie Mugu solche Werkzeuge und Waffen benutzen. Bin gleich wieder da. Telefon. So Leute, da sind wir wieder. Im 241. Part waren das. Und wir greifen weiter die Jujani an. Mit ihren Seelen-Runen-Zauber und ihren mächtigen Kriegswaffen, die sie hier gerade anscheinend, ja, was auch immer, reaktivieren, neu ausgraben, neu bauen. Sieht eher aus, als würden sie sie ausgraben, oder? Ich liebe diese Musik von der Karasarang-Wildnis. Die Mogu. Groß wie Hühnen, Bären. Sie passen zu der Horde. Wild, ungestüm und vor allen Dingen stolz. So sehen sie jedenfalls aus. Die Geschichten, die ich über sie gehört habe, zeichnen dasselbe Bild. Stark sind sie auf jeden Fall. Aber nicht so stark wie meine Dämonen. Denn diese können sie in Stücke reißen. Einer nach dem anderen. Sie fallen wie Fliegen unter meiner brennenden Herrschaft. Die sieben Höllen. Wie viele habe ich denn davon? What the fuck? 4, 5? Das war krass gerade. Falle entschärfen, uralte Rune des Angriffs, okay. Nicht so eilig. Ich will den angreifen. Der steht hier nur rum, der macht einfach nichts. Er sagt, ich will dich hier schlagen. Genug davon. Und tut nichts.
Steht nur doof. Jetzt Dämonologie Hexenmeister machen aber halt echt wenig Damage seit dem neuen Patch. Vielleicht auch schon vorher. Vielleicht war ich einfach geblendet von meinen Dämonen. Weil ich sie so cool fand. Möglich, möglich. Das sind wir weiter relativ weit oben. Den hinten ein bisschen die Küste. Ah, okay, und da ist der Dujani Unterwerfer. Und der dürfte die Befehle dieser Herrscher haben. Die Vollstrecker haben wir alle schon gekillt. Und kein Dornstab macht nichts. Der steht nur da rum. Eigentlich würde ich mal eine erhöhte Position haben, um mal mir alles ein bisschen anzugucken. Aber irgendwie hat diese Festung es halt gut verteidigt und hat auch von allen Seiten irgendwie Schutz, aber keinen so höher gelegenen Ort, um irgendwie ein bisschen die Gegend auszukundschaften oder überhaupt irgendwas zu sehen. Vielleicht ist die Festung deswegen gefallen? Alter, okay. Macht des Kommandanten. Er brennt mit Schattenenergie. Leere. Spüre ich sofort. Titankonstrukte, die mit Leeren und Seelenenergie arbeiten? Die Moku sind etwas Besonderes. Ihr spürt die Anwesenheit von Wissenshüter Valderin, dann hört ihr seine Stimme in eurem Verstand. Ich bin immer noch nicht sicher, was die Verweise auf Tortur in Bezug auf die Teiche der Jugend bedeutet. Gut gemacht, Mariko. Es sieht so aus, als ob die Moru hier wären, um alte Relikte und Waffen aus ihrer vergessenen Dynastie zu sammeln. Das ist allerdings ein Problem, dessen wir uns später annehmen müssen. Hier ist ein Verweis auf die Teiche der Jugend. Okay. Was braucht ihr? Bis zum nächsten Mal. Norden. Geht nach Norden zu den Teichen der Jugend. Holt etwas von dem Wasser, aber seid wachsam. Die Mugu betrachten sie als hochrangiges Ziel. Kang Dornstab wird euch dort mit euch treffen, falls ihr euch noch nicht begleitet hat, erreicht hat. Doch, der steht hier neben mir und tut nichts. Wie immer. Eieiei. Stadt schien einst relativ groß gewesen zu sein. Hinten ist ein Speer. Okay. Manche kämpfen mit kompletter Plattenrüstung und andere mit nichts mehr als ein Lendenschutz. Trotzdem sind sie fast genau gleich stark. Ich will nicht wissen, wie ein komplett gepanzerter Mogu kämpft. Fledermäuse. Sind die Verlassenen hier? Wenn nicht, werden sie auf jeden Fall mit ihnen kämpfen wollen. Was gibt es hier? Ah, ein weiterer Hexenmeister. Eine Gnomin. Die Statue ist gut 4 Meter groß und die relativ große Statue des Löwen starrt ihn an. Dort waren also einst die Tore der Hauptstadt, dieser Stadt von König Dojan, Kaiser Dojan. Nun gut, gehen wir die Brücke und gehen zu den Teichen, die der alte Nachtelf sucht. Überall sind Leichen. Sie strahlen eine merkwürdige Energie ab, diese Teiche. Nalek. Ein Wasserelementar.
Kang, ich habe noch nie so viele Mogu gesehen. Sie waren schon immer schon ein Ärger, aber nie so schlimm. So geht das. Ihr pflückt, ich prügle. Du hast nichts getan. Nalak lächelt euch an und ihr fühlt euch so jung wie noch nie, wie seit Jahren nicht mehr. Versucht, Nalak aus seinem Gefängnis zu befreien. Ich bin hier nicht willkommen. Oh! Die Löwenstatuen kämpfen. Huch! Aber der große Wasserelementar hilft uns. Schaut euch das an. Der kleine Kerl hat euch geläutertes Wasser dagelassen. Ich habe übrigens das Lehrentotem aktiviert. Wie hat sich die Farbe hier so verändert? Selbst in den Augen der Mogu war die Regentschaft von Kaiser Dojan der Zweite äußerst kurz und brutal. Wie besessen von den Gedanken, die Arbeit eines Vaters zu vollenden und die große Säuberung der rebellischen Saurok-Legionen abzuschließen, verließ er überstürzt seinen Hof und begab sich auf eine zum Scheitern verurteilte Militäroperation. Von seinem Kommandoposten hoch oben auf den Klippen über der Karasan-Wildnis überwachte er die Rodung des Dschungels, den Ausbau der Dojan-Verliese und die systematische Ausrottung der Saurok. Völlig unerwartet jedoch erklomm die Überreste der 5. und 7. Saurok-Legionen im Schutze der Nacht dieses schroffen Klippen, befehlen vom Tal der vier Winde aus dem kaiserlichen Pavillon und trieben den Kaiser über den Klippenrand. Sein Körper wurde nie gefunden. Die folgende Verwirrung in der Hauptstadt stürzte das gesamte Reich für über 2 Jahre ins Chaos. Die Saurok hingegen zogen sich in die Wildnis zurück und verschwanden. Diese Geschichte habe ich schon irgendwo gehört. Ich habe sie euch schon erzählt. Hochmut kommt von dem Fall. Aber warum liegen hier so viele Leichen? Hat der kleine Wasserelementar sie alle getötet? Oder sind die Teiche verflutet? Verflutet? Oh nein, verflucht sind die. Verflucht. So, wir müssen noch Magiewirker müssen wir noch töten. Ja, nice. Werden fett geslowt. Holen uns mal das Schreckens raus. Und helfen mal unseren Allianzkameraden im Kampf hier. So, jetzt brauchen wir nur noch Dojan Brecher. Eroberer meine ich. Haben wir gleich 2. Und noch genau 2. Alter Todesritter, mal wieder. Und die Gnomen ist auch da. Ein bisschen böse. Wunderbar. Wir sind hier fertig. Wir sollten hier verschwinden. Eure Art hat keine Chance gegen die Rückkehr unseres Donnerkönigs. Wir reiten hier mitten durch den Dschungel, der echt viele Gefahren hat. Nun, wir haben viel gelernt von den Mogu. Und ihrer verlorenen Dynastie. Über all das. Okay. Ich bin ganz Ohr. Nichts gibt einen mehr Sinn für die Dringlichkeit, als sterblich zu sein.
Ihr habt die Teiche gefunden? Die Wasser existieren? Aber etwas ist nicht richtig. Ich fühle gleiche Anteile von Schatten und Licht in dieser Fiole wirbeln. Tuch der Lagune und Wasserfalltuch. Ich nehme mal Wasserfalltuch. Wie darf ich helfen? Dieser Dschungel ist so hübsch und so schön. Feucht im Vergleich zu der kargen Wüste von Uldrum? Wir sind Uldrum. Uldum wahrscheinlich, meinst du, wa? Uldrum ist ein Fehler. Gut gemacht, Mariko. Noch ein paar solche Missionen und wir müssen euch vielleicht zur Ehrenschildwache ernennen. Unsterblichkeit? Etwas ist nicht richtig. Das Wasser fühlt sich seltsam an. Als wir hier angekommen sind, habe ich die Präsenz des Lichtes gefühlt, stark und pulsierend weit im Norden. Aber dieses Wasser ist irgendwie mit einem Makel behaftet, befleckt durch Mugu-Magie. Ich glaube, es ist am besten, wenn ich nur einen Schluck probiere. Dann sehen wir, was passiert. Geht in Frieden. Bitte nicht. Und jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Weiter, geht es euch gut? Aha! Das hat wehgetan. Veldrins Infusion, Ausdauer um 2% erhöht. Er funktioniert nur in der Karasarang-Wildnis. Bedeutet, wir haben ihm gerade Lebensenergie entzogen, was? Was ist passiert? Das Wasser, es überträgt Leben nur. Er schafft kein neues Leben. Mögen euch die Sterne leiten. Hallo? In die Offensive gehen. Ha! Also hat mein Vater 20 Jahre in unserem Leben einer vergeblichen Mühe wegen verschwendet. Ich übernehme das Kommando. Als Tyrandu uns hierher geschickt hat, machte sie sehr deutlich, dass wir nicht zurückgekommen sollen, bis wir das Licht gefunden haben, das die in ihrer Vision gesehen hat. Es ist jetzt offensichtlich, dass es sich dabei nicht um die Teiche-Jugend gehandelt hat. Ich möchte euch bitten, nach meinem Speer zu suchen. Ich habe sie ausgesandt, in den Kranich-Tempel zu erkunden, aber sie ist nicht zurückgekehrt. Besorgt ihren Bericht und trefft euch mit uns beim Lager der Schildwachen weiter im Westen. Schildwachen, sattelt auf und macht euch bereit. Xinta erstellt uns ein Portal zum nächsten Zielort. Wir werden hier einen kleinen Trupp zurücklassen und nach Nordwesten ziehen. Gut, wunderbar. Also quasi da hinten. Ich würde sagen, das mache ich noch schnell. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Part. Ich versuche jetzt die Parts wieder so 20 Minuten zu halten, weil die Renderzeit jetzt mehr beträgt als vorher. Deswegen versuche ich kleinere Parts wieder, anstatt diese 40-30 Minuten Parts. Ach, die Karasarang-Wildnis sieht so schön aus. Ich weiß nicht, ob das hier der offizielle Weg ist, ich glaube nicht. Wir haben uns zur Küste. Pandarengebäude. Dort hinten auch. Ich glaube, wir werden sie mal besuchen gehen. Der Dschungel ist gefährlich. Aber auf der Küste ist man so ungedeckt. Die Nachtelfen haben es gut. Sie sind in Wäldern zu Hause. Wenn es an mir ginge, würde ich mich dem Mogu anschließen und sie alle roden. Tom, Watts und Hilda! Was macht ihr gerade? Ich lerne Hosen sprechen. Verwittelte Nappel. Jen Tzu, die Fott. Po, hat alle meine Glitchis geäst. Dafür flosche ich ihm einen die Knatze. Ich habe keine Angst vor euch. Hilda, ich würde lieber lesen. Bis später. Pau, pau. Und Maulen Wasserkante. Ihr seid willkommen, Mensch. Bitte fühlt euch ganz wie zu Hause. Es gibt genügend Speis und Trank für euch und ein Bett gesorgt, falls ihr euch ausruhen möchtet. Maulen löchelt sie euch an. Vielen Dank, Maulen. Lebt für eure Träume. Sehr lieb. Chapeau der Weise. Ich habe noch keinen Tag meines Lebens gearbeitet. Das ist einer der vielen Vorteile, wenn man nachtaktiv ist. Immer mit der Ruhe. Er arbeitet also nur nachts. Ja, kenne ich auch. Ich hatte einen Nachtdienst gehabt. Din Ayala. Ich folge den Gepflogenheiten der Neuankömmlinge in Pandaria. Haltet eure Pulver trocken und euer Bier kalt. Möge die Jadeschlange euch leiten. Das hat Dings gesagt. Unser guter Zwergenfreund. Manchmal
geschieht etwas, weil jemand sagte, dass etwas geschehen musste. Das macht es etwas schwer, bei den Geschichten den Durchblick zu behalten, aber wir kommen schon zurecht. Die nächste Runde geht auf mich. Also mein guter Lasgarat kommt mir ein bisschen zu nah immer. Denkpfeil Wasserkante. Und ein bisschen Holz. Sushi! Schön. Wird mit Steinen beworfen, Alter. Onkel Deming. Willkommen. Angeln ist gut für die Seele. Krabbenfischen ist gut für den Bauch. Euch die Nebel beschützt. Louis Wasserkante. Wer seid ihr denn? Louis schaut euch strahlend voller Stolz an. Wow, Louis, was habt ihr da? Ich mag euch. Onkel Deming hat mir einen Goldfisch zum Geburtstag geschenkt. Er nennt ihn Sushi. Schön. Aber Papa hat gesagt, dass ich ihn viel zu viel gefüttert habe, also ist er fett geworden. Er ist zu groß für sein Becken geworden, also halte ich ihn jetzt in diesem Teich. Das ist in Ordnung, ich glaube, es gefällt ihm dort. Dir gefällt es hier, nicht wahr, Sushi? Ich liebe sowas. Das macht die Welt viel nahbarer. Und ich mag es auch eher, Abenteuer zu erleben, als das, was heutzutage in WoW üblich ist. Einfach von Quest zu rennen. Fischhäppchen. Hier, Sushi, du bist mein bester Freund. Der füttert ihn die ganze Zeit, der schmeißt nicht mit Steinen. Lup, und jetzt steht er da wieder und füttert ihn. Der füttert ja nur. Armes, fettes Ding. Armes, fettes Kind. Ich lasse mir einen Bart wachsen. Wenn ich mal groß bin, werde ich der besteste Schamane der Welt. Tschüss. Anwärter Hanneke. Hallo. Ich muss üben. Zeigt mit dem Werkzeug in der Hand auf euch. Wenn ihr nicht gerade übt, dann solltet ihr üben. Also übt weiter. Das ist der einzige Weg, wie ihr besser werden könnt, egal in was. Üben. Keine Eile. Ja, da hat er recht. Aber ihr müsst die wichtigen Sachen im Leben nicht vergessen, mein Freund. Familie, Freundschaft, Essen. Jonathan Chen. Berichtet mir von euren. Man sagt, die Armeen des Donnerkönigs seien riesig und stark. Denkt ihr, dass der Kampf jemals bis hierhin vorstoßen wird? Die Jadeschlange euch leid. Der Donnerkönig ist tot. Lang lebe der Donnerkönig. Und solange das so bleibt, wird seine Armee kopflos sein. Und die Mogu streiten sich um die Herrschaft. So war es schon immer. Und so wird es auch erstmal bleiben. Gut, ich würde sagen, wir begeben uns mal hier zu unserem Freund ans Lagerfeuer. Zu Pau Pau. Und wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis denn.